السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir beginnen jeden Moment, inshallah. Kopfhörer auf. Man müsste mich jetzt gut hören. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und der Friede und der Segen, die Barmherzigkeit Allah sein auf unserem geliebten Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم und seiner ehrenwerten Familie und seinen Gefährten. Herzlich willkommen, liebe Geschwister, zur ersten Einheit dieser Gesprächsreihe, in der wir uns mit den Schulen der vier Imame auseinandersetzen werden, der Schule von Imam Abu Hanifa, der Schule von Imam Malik, der Schule von Imam al-Shafi'i und der Schule von Imam Ahmed. Die vier bekannten, anerkannten Fiqh-Schulen. Und wir werden uns heute einführend mit einigen Definitionen auseinandersetzen, inshallah. Und dann in den nächsten Einheiten, die werden alle diese Woche stattfinden, inshallah, mit den Imamen und den einzelnen Schulen, inshallah. Warum? Warum haben wir uns dazu entschieden, eine solche Gesprächsreihe zu starten? Also die heutige Einheit werde ich alleine leiten, inshallah. Und die nächsten Einheiten, wo es um die Imame geht und die einzelnen Schulen, dort wird es eine Art Interview sein, wo ich jeweils einen Gast habe, den ich dann zur jeweiligen Schule, auf die sich der Gast spezialisiert hat, befragen werde. Doch heute werde ich das erst einmal alleine machen, inshallah. Weshalb das Thema? Ich bekomme sehr, sehr viele Fragen zu dem Thema Fiqh-Schulen. Was ist Fiqh? Muss ich einer Schule folgen? Welcher Schule soll ich folgen? Was ist Sinn und Zweck des Ganzen? Brauchen wir das? Etc. Und wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr viel auf der einen Seite eine Form von fehlender Bildung gibt in diesem Bereich, aber auf der anderen Seite auch viele falsche Vorstellungen, viele Fehlvorstellungen rund um dieses Thema.
Und deshalb möchten wir inshallah mit dieser Gesprächsreihe einige Sachen klären, einige Grundlagen thematisieren, die für uns alle und auch für jeden Muslim grundlegend sind. Ihr werdet auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Werden schauen, wie wir die Fragen beantworten, ob wir das immer schaffen, alle Fragen zu beantworten, ist, wird sich zeigen, aber doch, wir werden es versuchen, inshallah, heute und auch in den kommenden Interviews. Kurz zu meiner Person, die mich nicht kennen, mein Name ist Mohammed Matar. Ich studiere seit circa 7 Jahren die islamischen Wissenschaften bei Gelehrten in Marokko, dem Sudan, Syrien, Ägypten etc. Und von den letzten 7 Jahren Studium habe ich circa die Hälfte im Ausland verbracht. Und ich bin natürlich immer noch in meinem Studium. Spezialisiert habe ich mich auf die malikitische Fiqh-Schule, über die wir inshallah in der dritten Einheit und beim zweiten Interview ausführlich sprechen werden. Und um gleich in das Thema einzusteigen, was ist Fiqh? Eine wichtige Frage. Viele stellen diese Frage, okay. Einige haben hier und dort gehört, sie müssen einer Fiqh-Schule folgen oder es gibt so etwas wie Fiqh-Schulen. Wir lesen auch im Deutschen Rechtsschulen, obwohl Rechtsschulen ist, also die Übersetzung mit Rechtsschulen sehe ich als Problem. Darauf werden wir vielleicht nochmal eingehen, inshallah. Besser ist, dass wir diese Schulen Fiqh-Schulen nennen. Um zu klären, was Fiqh ist, müssen wir einen Schritt zurückgehen und klären, was Scharia bedeutet. Weil das eng miteinander zusammenhängt. Scharia bedeutet rein sprachlich und zu allen Definitionen, die wir heute und in den nächsten Interviews nennen werden, wir werden das inshallah versuchen, so einfach wie möglich zu halten. Ihr werdet kein Vorwissen brauchen. Wenn wir arabische Begriffe verwenden, dann werden wir diese auch erläutern, inshallah. Der Begriff Scharia bedeutet sprachlich, eine der möglichen Definitionen ist, dass Scharia der Beginn des Gehens eines klaren Weges ist. Scharia ist sprachlich der Beginn des Gehens eines klaren Weges. Dieser Weg führt zu einer Wasserstelle, zu einer Tränke mit viel und ständig fließendem Wasser, auch zu einer Art Wasserquelle. Das ist erstmal Scharia, rein sprachlich. Der Weg, ein hindernisloser Weg, ein einfacher Weg, ein klarer Weg, der zu einer Wasserquelle führt. Fachspezifisch, in der Definition der muslimischen Gelehrten, ist die allgemeine Definition von Scharia, ma shara'ahu Allahu li 'ibadihi min ad-din. Das, was Allah Ta'ala für seine Ibad, für seine Anbeter, aber auch für alle Menschen als Weg festgesetzt hat. Als Weg festgesetzt. Das ist die allgemeine Definition. Darin fällt alles, was wir an Glaubensvorstellungen haben, was Allah Ta'ala geboten, verboten hat, alles, was auch mit dem Charakter zu tun hat, etc. Und hier habe ich es schon angedeutet, Scharia zeigt sich, oder die Scharia, dieser Weg, den Allah Ta'ala für uns festgesetzt hat, zeigt sich hauptsächlich in drei Dingen. In drei Dingen. Die erste Sache ist Islam, oder eine der drei ist Islam, dann Iman und dann Ihsan. Was bedeutet das? Diese drei Dinge drücken auch den Din. Die Religion, den Weg, den wir gehen, den Lebensweg, den wir gehen, den wir einschlagen, aus diesen drei Dingen. Woher kommt das und was bedeuten diese drei Dinge? Das haben wir uns natürlich nicht irgendwie ausgedacht. Diese drei Dinge sind die Säulen des Din. Und Din ist, wie gesagt, es ist der Weg, den Allah Ta'ala für uns festgesetzt hat, der uns Erfolg im Jenseits verspricht. Das ist Din. Das ist eine umfassende Lebensweise. Und wie gesagt, die drei Säulen dieses Dienstes sind Islam, Iman und Ihsan. Woher kommt das? Viele von uns kennen die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die bei Imam Bukhari und Imam Muslim überliefert ist, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten sitzt und dann ein Mann kommt und dieser Mann ist Jibril a.s., der Engel Gabriel,
in Form, in der Gestalt eines Mannes und stellt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam drei Fragen. Mehr als drei Fragen. Also fragt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist Islam und was ist Iman und was ist Ihsan? Und er fragt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch nach den Zeichen des jüngsten Tages. Doch die subsumieren wir auch unter Iman. Also sie sind ein Teil von Iman. Also ganz konkret, wonach fragt Jibril a.s. Gabriel den Propheten Muhammad, Friede und Segen sein auf ihn. Er fragt ihn nach Islam. Und Islam ist hier gemeint, oder sind hier gemeint die fünf Säulen, die wir kennen, dass wir das Glaubensbekenntnis sprechen, die Shahada, das Gebet verrichten, die Zakat entrichten, also die Pflichtabgabe vom Vermögen, dass wir im Ramadan fasten und dass wir die Hajj einmal im Leben, wenn wir die Möglichkeit haben, vollziehen. Das ist Islam. Und dann die zweite von den drei Säulen ist Iman. Und Iman ist oder all das, was wir verinnerlichen müssen, wovon wir überzeugt sein müssen und innerlich. Und darunter fallen die bekannten sechs Iman-Inhalte: der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel, der Glaube an die Schriften, der Glaube an die Gesandten und Propheten, der Glaube an den jüngsten Tag. Und der Glaube an die Vorherbestimmung, Al-Qada und Al-Qadar. Und darüber müssen wir, also das müssen wir verinnerlichen. Das ist Iman, das ist eine Überzeugung. Das ist die zweite der Säulen. Die dritte ist Ihsan. Die dritte ist Ihsan. Und Ihsan ist, also in dieser Überlieferung, fragt Gabriel den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist Ihsan? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, an ta'buda Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn nicht siehst, so sieht er doch dich. Was bedeutet dies? Natürlich, wir sehen Allah Ta'ala nicht. Doch Allah Ta'ala sieht uns. Es gibt keinen Moment und nichts, was in uns ist, was wir äußerlich tun, das Allah Ta'ala nicht sieht. Und Allah Ta'ala kennt uns und unser Inneres und alles, was wir tun. Und die Frage ist, wohin führt das, wenn wir uns bewusst machen, dass Allah Ta'ala uns beobachtet, in jedem Moment, dann verändern wir automatisch oder nicht verändern, wir achten darauf, wie wir uns verhalten, wie wir sprechen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, welche Absichten wir fassen, etc. Das alles fällt unter den Punkt Ihsan. Und die muslimischen Gelehrten haben aus diesen drei Säulen die unterschiedlichen Hauptwissenschaften entwickelt, mit denen wir uns auseinandersetzen, wenn wir den Islam studieren. Das ist einmal im Bereich des Fiqh, im Bereich des Islams, entschuldigt, wir haben über Islam gesprochen. Die Gelehrten haben daraus die Wissenschaft des Fiqh abgeleitet. Alles, was mit Und wir werden nochmal zur Definition von Fiqh kommen. Alles, was mit ja, praxisbezogenen Normen und Bestimmungen und Geboten und Verboten zusammenhängt. Etwas, was wir tun müssen, Handlungsnormen. Aus der Säule Iman haben die Gelehrten die Aqida-Wissenschaft abgeleitet. Also alles, was sich mit der inneren Überzeugung und den Glaubensvorstellungen auseinandersetzt. Begriffe für diese Wissenschaften sind auch Usul-Din, Ilm al-Kalam etc. Das hat alles die Auseinandersetzung mit dem Iman, mit der Verinnerlichung von etwas zu tun. Und die dritte Säule, Al-Ihsan, und wir haben gesprochen, Ihsan ist, dass ich mir bewusst mache, dass Allah mich beobachtet. Und dass ich Allah so anbete, als mit dem Bewusstsein und mit dem Wissen und mit der Überzeugung, dass er mich sieht. Und die Gelehrten haben daraus dann die Wissenschaften entwickelt, die sich mit dem Charakter auseinandersetzen, mit der Seele des Muslims, mit der Läuterung und der Charakterverbesserung und Bildung etc. Das heißt, wenn wir zusammengefasst, wenn wir den Islam oder Islam im allgemeinen Sinne oder den Din besser, wenn wir den Din studieren möchten, also das, was Allah Ta'ala für uns als Muslime festgesetzt hat als Weg, wenn wir dies lernen und studieren möchten, dann müssen wir uns mit diesen drei Dingen auseinandersetzen.
Islam, Iman, Ihsan, das haben wir erläutert, und dann davon abgeleitet mit dem Fiqh, mit der Aqida, den Überzeugungen und den Glaubensvorstellungen und alles rund um Seelenläuterung und Charakterverbesserung. Und diese Wissenschaften haben auch natürlich Begriffe, wie die Gelehrten haben es genannt, Ilm-us-Suluk, das Wissen quasi über den Charakter, wie ich mich verhalte, At-Tasawwuf, At-Tazkiya, etc. Das sind alles Begriffe für dasselbe. Und wir müssen hier verstehen, dass das Wissen in diesen drei Bereichen oder dass wir das Wissen dieser drei Bereiche auf zwei Ebenen betrachten müssen oder in zwei Kategorien teilen müssen. Meine kleine Tochter ist im Hintergrund, wundert euch nicht, sie schaut auch zu. Vielleicht will sie irgendwann eine Lehrerlaubnis von mir, deswegen. Astaghfirullah. Aber sie ist auch dabei, das heißt, falls ihr sie hört, nicht wundern. Macht bitte Dua für sie, dass Allah Ta'ala sie schützt und bewahrt. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Genau, wenn wir den Dien studieren möchten, dann müssen wir uns mit diesen drei Dingen auseinandersetzen. Mit den Handlungsnormen, Geboten, Verboten, mit den innerlichen Überzeugungen, wovon müssen wir überzeugt sein und wie tun wir das? Und sehr wichtig, die dritte Säule, alles rund um Läuterung der Seele, die Charakterverbesserung etc. Das heißt, wenn wir die Religion studieren möchten, dann müssen wir dies auf diesen drei Ebenen tun. Das Problem ist heute, liebe Geschwister, dass wir diese Struktur verloren haben, dass wir diese Struktur verloren haben, dass auch wenn wir heute über die Religion sprechen, alles durcheinander werfen. Wir nicht mehr wissen, hat das jetzt was mit Handlungsnormen zu tun, Geboten, Verboten, hat das was mit innerlichen Überzeugungen zu tun, hat das was mit dem Bereich der Läuterung und der Seele zu tun, etc. Wir werfen alles durcheinander und das destrukturiert unser Denken, unser Fühlen, unseren Glauben, alles. Leider, leider, leider. Und woran ich persönlich immer einen guten Lehrer erkannt habe, von all meinen Lehrern, die ich hatte und habe, Alhamdulillah, habe ich immer gemerkt, dass sie alle etwas gemeinsam haben. Also die Lehrer, von denen ich wirklich profitiert habe in den letzten 7 Jahren Studium, dass sie diese Struktur vor Augen hatten. Dass wenn sie dir etwas beigebracht haben, du verstanden hast, gehört das jetzt in den Bereich des Fiqh, der Handlungsnormen, Geboten, Verboten, gehört das in den Bereich des Iman, der Überzeugung, gehört das in den Bereich der Charakterbildung etc. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Auch wenn wir zu Urteilen in der Religion kommen, müssen wir diese Struktur vor Augen haben. Die Gelehrten sagen, al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Dass wenn wir über etwas ein Urteil fällen möchten, dann ist ein wichtiger Teil davon, oder dann ist das selbst ein Teil von der Vorstellung der Sache. Das heißt, oder von dem Wissen über die Sache und wir müssen wissen, worum es geht eigentlich. Worum geht es? Bevor wir ein Urteil fällen können, mit anderen Worten, das ist durcheinander, aber mit anderen Worten, wenn wir über etwas ein Urteil fällen möchten, oder wenn wir ein Urteil fällen möchten, dann müssen wir verstehen, worum geht es. Und diese Struktur fehlt leider oft in unserem Denken. Und wir haben nicht mehr das Wissen dafür. Leider, leider. Und ich habe auch sehr, sehr viele persönlich im Kommilitonen kennengelernt, in Marokko, im Sudan, in Deutschland. Sie beginnen etwas zu studieren, hier, dort ein bisschen Hadith-Wissenschaften, dort Aqida, dort Fiqh. Sie haben aber keine Struktur. Sie haben keine Struktur, wie sie lernen, wie sie denken, etc. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist Teil unseres Chaoses, das wir erleben. Dass jeder über alles sprechen kann in der Religion und wie er möchte und wann er möchte. Und keiner weiß eigentlich, worum es geht. Die Person selbst, die spricht, weiß nicht, worüber sie spricht. Und die Personen, die zuhören, wissen nicht, worüber die Person spricht und wissen nicht, dass die Person, die spricht, nicht weiß, worüber sie spricht, etc. Möge Allah Ta'ala unseren Zustand verbessern und mehr Wissen und Weisheit geben. Amin. Genau, zurück zum Thema. Ich hatte gesagt, dass das Wissen in diesen Bereichen können wir in zwei Kategorien teilen. Es gibt einmal sogenanntes notwendiges Pflichtwissen,
Das nennen die Gelehrten beispielsweise Al-Ma'lumu min ad-Dini bid-Darura, also das, was jeder Muslim wissen muss, dafür brauche ich keinen Gelehrten. Und dann gibt es Wissen in diesen Bereichen, wofür ich jemanden brauche, der eine gewisse Bildung hat, bestimmte Dinge studiert hat, bestimmte Grundlagen hat. Und das sind beispielsweise die Gelehrten der vier Rechtsschulen etc., darauf gehen wir nochmal ein, die dann für uns die Texte aus dem Koran und der Sunna klar machen. Was bedeuten sie? Etc. Das heißt, es gibt auf der einen Seite notwendiges Pflichtwissen. Das muss jeder einzelne Muslim wissen. Also, woran glauben wir? Wovon sind wir überzeugt? Dazu gehört, dass wir wissen, dass das Gebet eine Pflicht ist, dass das Fasten eine Pflicht ist, etc. Das sind keine Dinge, wofür wir einen Gelehrten brauchen, der es uns erklärt, oder einen Spezialisten, einfach einen Spezialisten, der uns das erklärt. Genau. Und jetzt möchten wir zu dem Begriff des Fiqh kommen. Sehr wichtig, nochmal auch einen Schritt vorher, einfach, ich möchte einfach, dass wir ein gewisses Verständnis auch für einige Dinge bekommen. Mit der Zeit, irgendwann im 5. oder 6. Jahrhundert nach der Hijra, nach der Auswanderung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben die Gelehrten für die einzelnen islamischen Wissenschaften ja die sogenannten 10 Einleitungen niedergeschrieben. Mit bestimmten Unterschieden oder etc. Was sind diese 10 Einleitungen? Also die Gelehrten haben, bevor sie sich mit einer Wissenschaft auseinandergesetzt haben, haben sie 10 Einleitungen für diese Wissenschaft niedergelegt. Das heißt, wenn der Student diese Wissenschaft studiert, bevor er in die Materie einsteigt, muss man sich mit diesen 10 Einleitungen auseinandersetzen. Und viele Gelehrte haben das auch in einem schönen Gedicht zusammengefasst. Ich trage mal eins vor, inshallah. Inna mabadi kulli fannin ashara, al-hadd wal-mawdu'u thumma thamara, wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi'u, wal ismu l-istimdadu hukmu shari'u, masailun wal-ba'du bil-ba'di iktafa, وَمَنْ دَرَ الْجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَ. Was heißt das jetzt? Welche sind diese 10 Einleitungen? In diesen kurzen Doppelzeilen, Versen, geht es um 10 Dinge. Bevor ich mich mit einer Wissenschaft auseinandersetze, muss ich mir Wissen über diese 10 Dinge aneignen. Erstmal die Wissenschaft selbst definieren, selbstverständlich. Worum geht es? Bevor ich mit etwas beginnen kann, muss ich wissen, worum es geht. Dann erstmal die Definition, dann die Themen, womit setzt sich diese Wissenschaft auseinander. Drittens, welchen Nutzen hat diese Wissenschaft, Ethemera, also was bringt mir diese Wissenschaft. Dann viertens, welche Beziehung hat diese Wissenschaft zu anderen Wissenschaften. Fünftens, welche Vorzüge hat diese Wissenschaft, also was erhalte ich beispielsweise oder was ist besonders in diesen Wissenschaften. Wer ist der Begründer dieser Wissenschaft? Sehr wichtig, wer ist der Begründer dieser Wissenschaft? Also wer ist einer der Ersten, der sich mit diesem Thema strukturiert auseinandergesetzt hat? Dann, wie wird diese Wissenschaft hergeleitet, abgeleitet? Und dann, was ist das Urteil des Scharia-Gebers, also hier Allah Ta'ala, welches Urteil finden wir in den Quellen über diese Sache? Und was sind zehntens Einzelfälle, um ein Gefühl dafür zu bekommen, worum geht es. Also hier geht es jetzt, diese 10 Dinge, das sind die 10 Einleitungen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, bevor ich mit einer Wissenschaft beginne. Und das wollen wir jetzt für Fiqh machen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, was ist Fiqh, etc., dann müssen wir uns mit diesen 10 Dingen auseinandersetzen. Das kann natürlich jetzt sehr in die Länge gehen. Wir werden jetzt nicht all diese Punkte einzeln ausführlich thematisieren. Wir werden einige Punkte hervorheben, inshallah, das werde ich gleich machen. Doch einfach für euch im Hinterkopf zu behalten, wenn ihr euch mit etwas auseinandersetzen wollt, gerade in den islamischen Wissenschaften, das haben die Gelehrten so entwickelt als Tradition, dann muss ich über diese 10 Dinge Bescheid wissen. Also einer meiner Lehrer geht sogar so weit, dass er sagt, also wenn jemand zu dir kommt und mit dir diskutieren möchte über Fiqh, über Aqidah, über bestimmte Fragen, kann ich ihn fragen, okay, bevor wir über das Thema sprechen, du hast eine Frage oder du möchtest diskutieren über dieses und jenes Thema, kennst du die 10 Einleitungen? Also damit wir, warum nicht, damit man irgendwie dem anderen zeigt, wie viel Wissen man habe? Nein, es geht darum,
dass ich weiß, ob die Person, die mir gegenübersteht, Bescheid weiß, worüber wir sprechen. Weil wenn sie nicht weiß, worüber wir sprechen, dann brauche ich nicht mit ihr zu diskutieren. Dann werden wir aneinander vorbeireden. Dann wird die Person Beweise nicht verstehen, die ich erkläre, etc. Das heißt, einer meiner Lehrer, und das ist ein algerischer Mufti, ein algerischer Melekitscher Großgelehrter, der hat gesagt, wenn jemand zu mir kommt und mir diskutieren möchte und ich merke, er hat diese Grundlagen nicht, dann spreche ich nicht mit ihm. Keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren, wenn er diese Dinge einer Wissenschaft nicht kennt. Okay, das heißt, jetzt im nächsten Schritt werden wir einige der Dinge kurz nennen. Es wird nicht viel sein, es wird eine kleine Einführung sein zum Studium des Fiqh. Erstmal die Definition, was ist Fiqh? Fiqh rein sprachlich, bedeutet es so viel wie Wissen und Verstehen, ist in Form von Wissen und Verstehen. Ich werde das alles einfach halten, inshallah. Dann könnt ihr über jeden einzelnen Punkt, den ich nenne, noch ausführlicher sprechen. Doch wir werden das inshallah einfach halten. Es geht darum, dass wir einen Überblick bekommen. Also Fiqh rein sprachlich ist eine Form von Wissen und Verstehen, von etwas Begreifen. Und diese Verwendung von Fiqh, also in der sprachlichen Bedeutung, finden wir auch im Koran, also beispielsweise in Allah Ta'ala sagt über Shu'aib a.s., den Propheten Shu'aib, dass sein Volk zu ihm sagte: Qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathira mimma taqul. O Shu'aib, wir begreifen nicht viel von dem, was du uns sagst. Also, ma nafqahu. Und hier kommt der Begriff des Fiqh vor. Wir begreifen nicht viel. Und weiter sagt Allah Ta'ala in Surat At-Tawbah beispielsweise, wo Allah Ta'ala über den Dschihad spricht, über das Auswandern auf dem Wege Allahs, in einem bestimmten Kontext hier in dieser Sura, in der Sira des Propheten, in dem Leben des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt Allah Ta'ala ihnen, dass eine Gruppe von Leuten nicht ausziehen soll. Warum? Warum? Liyatafaqqahu fi din, sagt Allah Ta'ala. Liyatafaqqahu fi din. Das ist der 122. Vers in Sura Tauba. Das heißt, was soll diese Gruppe machen? Sie soll sich Fiqh im Dien aneignen, Wissen, Verständnis über die Religion. Warum? Damit sie im Anschluss die Leute lehren können, sie ermahnen können. Das heißt, hier ist Fiqh, eine der Bedeutungen von Fiqh ist hier etwas, hier das Spezielle, was eine Gruppe von Menschen, von Muslimen und Gelehrten lernt, um sie anderen zu lehren. Das zur sprachlichen Definition von Fiqh. Fachspezifisch in der Definition der Gelehrten ist Fiqh das Wissen über die praxisbezogenen scharia-gemäßen Normen, das aus ihren spezifischen Belegen gewonnen wird. Was bedeutet das? Das heißt, Fiqh ist ein bestimmtes Wissen über praxisbezogene oder über Handlungsnormen, die natürlich aus den Scharia-Quellen abgeleitet werden und aus spezifischen Belegen abgeleitet werden. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir sagen, das Gebet oder die Pflichtbestandteile des Gebetes sind diese und jene, die Pflichtbestandteile von der rituellen Gebetswaschung sind diese und jene, das sind Sunna-Handlungen der Gebetswaschung, etc., dann sind das einzelne praxisbezogene Normen. Wenn ich sage, etwas ist eine Pflicht, etwas ist eine Sunna, etwas ist auch verboten, etwas macht mein Gebet ungültig, etwas ist verpönt, missbilligt, dass ich es im Gebet tue. Das sind Einzelnormen. Und all diese Normen, sehr wichtig, haben einen spezifischen Beleg. Einen Beleg, etwas, woraus diese Norm abgeleitet wurde. Das ist sehr wichtig. Warum ist das wichtig zu wissen? Denn das Problem ist heute oft, dass wenn wir ein einfacher Muslim von uns, wenn wir oder auch Studenten des Wissens ist irgendwie doppelt gemoppelt, aber auch Studenten der Religion, nehmen sich dann ein Werk in die Hand, ein klassisches Werk von einem Gelehrten im Bereich des Fiqh und beginnen dann zu lesen und lesen dann dort, okay, das ist Pflicht, das ist keine Pflicht, das ist eine Sunna, das ist empfohlen, etc. Und denken sich dann, ja, dieser Gelehrte gibt ja gar keine Beweise. Wo sind denn die Beweise? Und
Nur weil der Gelehrte in diesem Fall, in diesem Buch, das du in die Hand genommen hast, den Beweis nicht nennt, heißt es nicht, dass es dafür keinen Beweis gibt. Das ist sehr wichtig. Denn viele fragen dann, okay, was ist denn das für ein Buch? Da gibt es keine Beweise. Oder die Gelehrten hätten keine Beweise gehabt. Ne? Das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss. Das zeigt eigentlich, dass jemand kein Wissen hat. Selbst wenn er sich Student nennt, er hat kein Wissen darüber, wie die Gelehrten Werke verfasst haben. Und das ist ein Problem. Und ein Problem, das dann zu einem anderen Problem führt, auf das wir natürlich noch eingehen werden, inshallah. Genau das zur Definition. Das ist Fiqh. Also im Fiqh, wenn wir Fiqh lernen, dann geht es darum, Handlungsnormen zu lernen. Gebote, Verbote oder Einzelfragen zu den Geboten und Verboten. Und die besten Beispiele sind, dass ich lerne, wie vollziehe ich die Gebetswaschung, wie vollziehe ich die Ganzkörperwaschung, Al-Ghusl, wie verrichte ich mein Gebet, wie entrichte ich meine Zakat, etc. Das sind so die einfachen. Aber es gibt sehr, sehr viele Bereiche, die wir gleich nennen werden, auch, inshallah. Das zur Definition. Worum geht es, also das Thema, worum geht es im Fiqh? Es geht um die Handlungen des Mukallaf. Wer ist Mukallaf? Mukallaf ist der vor Allah Ta'ala, vor Allah dem Erhabenen, für seine Taten verantwortlich ist. Und dazu gehört, dass er die Geschlechtsreife erreicht, dass er eine gewisse Verstandesreife hat, etc. Und wenn er bestimmte Eigenschaften hat, der Mukallaf, dann ist er vor Allah Ta'ala für seine Taten verantwortlich. Und was im Fiqh auch getan wird, ist, dass diese Handlungen kategorisiert werden. Es wird niedergelegt, welche Gründe, was führt dazu, dass eine Sache überhaupt eine Pflicht ist, oder was führt dazu, dass eine Sache keine Pflicht ist, etc. Oder was hindert etwas, dass es zu einer Pflicht wird. Genau, die fünf, man spricht von Taklifi-Kategorien, also also weil wir haben gesagt, Mukallaf ist der für Allah Ta'ala für seine Taten verantwortlich ist, und das ist der Mukallaf. Und der Begriff dafür ist Taklif, und die Kategorien sind fünf. Die meisten von euch kennen das bestimmt, dass eine Sache entweder halal ist oder eine Pflicht ist. Das Gegenteil davon, dass etwas haram ist, verboten. Oder etwas kann mustahab sein, empfohlen. Oder makruh, verpönt, missbilligt. Oder mubah, also neutral in seinem Urteil. Aber das würde jetzt alles zu tief gehen. Hier geht es dann darum, wenn wir Fiqh studieren, auch inshallah. Eine kleine Ankündigung. Wir sind gerade dabei, ein Fiqh-Seminar zu planen, ein ausführliches Fiqh-Seminar, wo man die Möglichkeit hat, die vier Fiqh-Schulen, ich falle immer darauf ein, Rechtsschule zu sagen, Fiqh-Schulen lernen kann. Also man kann sich die Module auswählen, das heißt, es wird ein Programm sein, wo man auswählen kann, möchte man die Ibadat, die gottesdienstlichen Handlungen, die rituelle Reinheit, das Gebet, Fasten etc. nach der hanafitischen Schule lernen, nach der melikitischen Schule, nach der schafi'itischen Schule, nach der hanbalitischen Schule. Das heißt, man für alle vier Schulen wird es einen Lehrer geben, der einen für 2 bis 3 Monate unterrichtet und die grundlegenden Dinge in einer Schule durchgeht. Das heißt, man sucht sich dann freiwillig eine Schule aus. Man hat dann die Möglichkeit, diese Schule in diesen Bereichen richtig zu lernen. Das ist eine kleine Ankündigung, inshallah. Das wird noch früh genug auch bekannt gegeben. Inshallah. Wir wissen noch nicht, ob wir damit im Ramadan beginnen oder nach Ramadan, aber ihr werdet inshallah früh genug Bescheid bekommen, inshallah. Genau, das ist Thema. Was für einen Nutzen hat das Studium von Fiqh? Es hat eigentlich, oder durch Fiqh setzen wir Sinn und Zweck unseres Daseins um. Was ist Sinn und Zweck unseres Daseins? Was ist Sinn und Zweck unseres Daseins und unserer Erschaffung? Allah Ta'ala sagt in der Surat Al-Dhariyat: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Menschen, die Dschinn, nur dafür erschaffen, dazu erschaffen, dass sie mir gegenüber Ibadah vollziehen, dass sie mich anbeten. Und durch Fiqh, das ist der Nutzen, subhanallah, das ist ein gewaltiger Nutzen, dass wir durch Fiqh lernen, wie wir Allah richtig anbeten, wie wir seine Gebote befolgen und seine Verbote meiden. Es führt uns zu Taqwa. Was ist Taqwa? Und wir sind auch kurz vor Monat Ramadan. Das Fasten ist der Hauptziel des Fastens, ist das Erlangen von Taqwa. Taqwa ist eine Gottesehrfurcht, dass ich mir der Grenzen
des Weges bewusst bin, dass ich die Gebote kenne, dass ich ein Bewusstsein habe bei den Handlungen, alles, was ich tue, dass ich weiß, warum ich es tue, dass ich ein Bewusstsein für diesen Weg habe, den ich gehe zu Allah Ta'ala. Und das lerne ich wodurch? Also das Praktische davon lerne ich wodurch? Durch das Lernen von Fiqh. Und sehr wichtig, Fiqh lernen, diese Handlungsnormen, Gebote und Verbote zu lernen, wie ich mein Gebet verrichte, wie ich Hajj vollziehe, etc. Das ist nichts für Spezialisten. Das ist nichts für nur die Gelehrten, die Imame, etc. Das muss jeder Einzelne von uns lernen, liebe Geschwister. Ich weiß, es ist immer schwierig, einen Lehrer zu finden und diese Dinge strukturiert zu lernen, aber zumindest, dass wir das Wissen haben, dass ich diese Dinge lernen muss. Als Muslim, ich muss lernen, wie ich das Gebet verrichte, wie ich die Gebetswaschung richtig verrichte, etc. Und das lerne ich durch Fiqh. Das heißt, wenn wir sagen, wir bieten ein Programm an zum Lernen von Fiqh, dann ist das nichts nur für Studenten oder nur für Gelehrte und nur für Wissende. Nein, für jeden Einzelnen, für mich, für dich, etc. Genau, welche Vorzüge hat das? Das ist natürlich auch der Nutzen, das hängt ja natürlich jetzt miteinander zusammen, aber einen konkreten Vorzug meine ich jetzt auch eine gewisse Form von Lohn, Belohnung, etwas, was damit einhergeht. Allah Ta'ala sagt in der Surat al-Baqarah, er gibt die Weisheit, wem er will, und wem die Weisheit gegeben wurde, dem wurde mit Sicherheit viel Gutes gegeben. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen, sagt Allah Ta'ala in der Surat al-Baqarah. Und Allah Ta'ala spricht hier in dem Vers über Weisheit, also Hikma. Und dass Allah Ta'ala die Hikma gibt, diese Weisheit, wem er will. Und wem diese Hikma gegeben wurde, der hat viel Gutes bekommen, mit Sicherheit. Der hat das Gute bekommen. Und was ist diese Weisheit? Imam Malik, unser bekannter Imam Malik, Rahimullah und Radiallahu an, Allah Ta'ala mit ihm wohlgefallen haben, sagte, dass diese Hikma hier Fiqh ist. Subhanallah. Das Wissen über Fiqh ist die Hikma. Dass ich weiß, wie ich Allah Ta'ala anbete, beispielsweise. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, im Hadith, der bei im Muwatta von Imam Malik, Bukhari, bei Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmed überliefert ist, vom Gefährten Muawiyah, radiallahu an, er sagte, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridi Allahu bihi khayran, yufaqihu fi din. Für wen Allah Gutes will, dem gibt er Fiqh, Wissen und Verständnis im Dien, in der Religion. Für wen Allah von etwas Gutes will. Und der Prophet und der bekannte auch malikitische Gelehrte, ihr merkt, ich zitiere Imam Malik und malikitische Gelehrte, warum? Weil ich vom Spezialgebiet Malikit bin. Auch das, diese Dinge von diesen Aussagen, die ich hier nenne, bei diesen Aussagen ist es egal, welcher Rechtsschule der Gelehrte angehört. Der bekannte malikitische Gelehrte, Ibn Abdul Bar, das ist einer der bekannten malikitischen Gelehrten, andalusischen Gelehrten, überliefert auch ein Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinem Werk über das Wissen geschrieben, Jami' Bayan al-Ilm. Da sagt er, er überliefert mit seiner Überlieferungskette bis zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das Beste von eurem Dien ist das Einfache davon, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die beste Ibadah ist Fiqh, ist Al-Fiqh. Subhanallah. Warum ist es die beste Ibadah? Also die beste Form der Anbetung Allahs, weil es mich die Anbetung lehrt. Und im Allgemeinen über das Wissen, Subhanallah, es gibt viele Aussprüche des Propheten, ja, der Koran selbst ist voll Wissen und spricht über Wissen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer längeren Überlieferung, bei Abu Dawud und Ibn Majah und Imam Tirmidhi überliefert, vom Gefährten Abu Darda, ich werde die Überlieferung einen Moment, Überlieferung im Deutschen einmal vorlesen, inshallah. Genau, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Weg geht, auf dem er nach Wissen strebt, dem macht Allah einen Weg von den Wegen zum Paradies leicht. Gewiss, die Engel senken ihre Flügel aus Zufriedenheit mit dem, und aus Demut dem gegenüber, der nach Wissen strebt. Gewiss, für den Gelehrten bittet alles in den Himmeln und auf der Erde um Vergebung und ebenso die Fische im Meer. Der Vorzug des Gelehrten, dem Anbeter gegenüber, also des Gelehrten, des Wissenden, dem gegenüber, der zwar Ibadah vollzieht, Allah anbetet, aber nicht das Wissen hat,
ist wie der Vorzug des Mondes in einer Vollmondnacht gegenüber den übrigen Sternen. Das heißt, die Gelehrten sind die Monde und wir sind die Sterne, also von der Leuchtkraft. Wenn wir einen Mond betrachten und einen Stern betrachten, sind da Welten dazwischen. Warum? Warum dieser gewaltige Unterschied? Warum hebt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das vor? Weil die Gelehrten uns beibringen, wie wir Allah anbeten. Das heißt, die Gelehrten erhalten nicht nur den Lohn von dem Erlangen von Bildung und Wissen, sondern sie erlangen auch den Lohn unserer Taten und Handlungen, weil sie uns beigebracht haben. Deswegen haben wir dort einen Mond und dann einen Stern. Wenn wir sie vergleichen, dann ist der Unterschied und die Leuchtkraft klar. Und dann sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und gewiss, die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Sie hinterlassen weder Dinar und Dirham, so also weder Vermögen, Gold und Silber. Und sie hinterlassen das Wissen. Wer dies nun nimmt, der hat vollkommenes Glück erlangt. Subhanallah. Also, wenn das nicht als Vorzug reicht, das Wissen auch rund um Fiqh zu lernen, wenn uns das nicht reicht, wenn uns das nicht motiviert, subhanallah, dann weiß ich auch nicht. Möge Allah uns mehr Wissen und Weisheit und Verständnis in der Religion schenken. Allahumma amin. Genau, und die Fiqh hat natürlich auch unterschiedliche Namen. Ich möchte euch jetzt nicht unnötig mit vielen Fachbegriffen belasten. Eine der 10 Einleitungen, haben wir gesagt, ist die Herleitung. Wie wird das Ganze hergeleitet? Woher kommt das Ganze, Fiqh, die einzelnen Normen, Gebote und Verbote? Dafür gibt es bestimmte Quellen und Methoden, die Gelehrten entwickelt haben. Und diesen Part werde ich jetzt hier offen lassen. Warum? Weil wir in den nächsten Interviews darüber sprechen werden. Wir werden die einzelnen Fiqh-Schulen kennenlernen, die einzelnen Imame auch und die Geschichte der Schule und die Gelehrten der Schule. Und dort werden wir inshallah auch von dem Spezialisten, der da für uns referiert, zu der jeweiligen Schule, die einzelnen Quellen und Methoden dieser Schule kennenlernen. Es gibt natürlich Quellen und Methoden, die alle Schulen gemeinsam haben. Und dann gibt es feine Unterschiede und wir werden aber auch erklären, warum es diese Unterschiede gibt. Aber wir haben noch natürlich die ganze Woche vor uns. Ich möchte nicht alles vorwegnehmen. Was ist das Urteil darüber? Was können wir über das Urteil sagen? Fiqh, das Lernen von Fiqh. Wir haben das bereits erwähnt, dass wir gesagt haben, es gibt einen Bereich, der ist für jeden Einzelnen eine Pflicht. Es ist Fardh Ain, eine Individualpflicht. Und jeder von uns muss das lernen. Und das sind die Ibadah-Handlungen, das Gebet und das Fasten und die Zakat etc. Und natürlich, wenn wir anfangen zu kaufen und verkaufen, Verträge einzugehen etc., dann müssen wir auch die Normen und Bestimmungen rund um den Bereich Muamalat, zwischenmenschliche Beziehungen, Kaufverträge etc. Das sind Grundlagen, die wir lernen müssen. Dann gibt es natürlich Dinge, die sind keine Pflicht für jeden Einzelnen. Man spricht dann von Fard Kifaya, von einer Kollektivpflicht. Das ist dann alles darüber hinaus. Beispielsweise, einige Gelehrte sprechen darüber und sagen, okay, beispielsweise die Normen zum Thema Heiraten und Scheidung etc. Das heißt, wenn das muss ich das erstmal für mich, wenn ich nicht die Absicht habe zu heiraten, dann ist das erstmal für mich keine Pflicht, beispielsweise. Doch sobald ich heiraten möchte, wird das für mich zu einer Pflicht. Das heißt, es ist noch keine Pflicht von Anfang an für jeden Einzelnen. Es ist eine Kollektivpflicht. Das heißt, es muss immer eine Gruppe von Menschen geben, die das Wissen darüber haben. Und dann darüber hinaus gibt es natürlich noch viele andere Bereiche des Fiqh und der Fiqh-Wissenschaften. Die je nach Kontext auch dann eine Pflicht, also erstmal empfohlen sind oder eine Pflicht werden können, für mich oder für dich etc. Genau, mit welchen Bereichen, mit welchen Themen, Angelegenheiten und Fällen setzt sich die Fiqh auseinander? Es geht bereits erwähnt, die Ibadah-Handlungen, Gottesdienste, Anbetung, Muamalat, zwischenmenschliche Beziehungen, Kaufverträge. Es gibt sowas wie Iqaat, also die Gelehrten nennen das alles rund um Schwüre, Gelöbnisse, Fiqh al-Usra, das ist natürlich Fiqh al-Usra, ist ein später entstandener Begriff, aber hier geht es Fiqh al-Nikah, also alles rund um Normenbestimmung der Eheschließung, auch Familie etc., Mawarid, Erbrecht, Jinayat, Strafrecht etc. Natürlich Recht und Erbrecht, wenn wir den Begriff Recht verwenden, ist natürlich
Wie ihr habt auch gemerkt, dass ich den Begriff Rechtsschule vermeide, weil erst einmal das, was wir aus den Quellen ableiten, sind Gebote und Verbote. Recht ist mehr etwas, was ja eine Frage von oder für Staaten ist, für Gemeinschaften ist, eine Kodifizierung etc. Also es kann natürlich sein, dass die Gebote und Verbote in Gesetze umgewandelt werden, in Rechte auch in einem Staatssystem etc. umgesetzt werden. Aber wir sprechen erst einmal grundsätzlich nicht von Rechtsschule, von Fiqh-Schule. Es sind erstmal Gebote und Verbote, ganz grob Handlungsnormen. Doch der Bereich des Rechts ist nochmal ein spezieller. Genau. Nochmal vielleicht auch nochmal ein Schritt. Darüber haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen. Eine Fiqh-Schule. Das ist Fiqh. Wir haben jetzt verstanden, was ist Fiqh? Worum geht es im Fiqh? Wir hätten jetzt noch viel mehr Dinge nennen können. Wie gesagt, ich versuche das so einfach wie möglich zu halten. Das soll ein Überblick sein. Was ist das eine Fiqh-Schule? Warum gibt es eine Fiqh-Schule? Fragen manche. Wir haben doch Koran. Wir haben den Koran, den wir aufschlagen können. Also die Koran-Ausgabe, die wir aufschlagen können. Und wir haben die Sunna des Propheten in Form von seinen Handlungen, seinen Aussagen etc. Warum brauchen wir Fiqh-Schulen? Ich meine, wir haben doch Koran und Sunna. Warum gibt es dort Schulen? Wie kann es dort Schulen geben? Und wie kann es unterschiedliche Meinungen geben? Wenn eine Aussage des Propheten authentisch ist, dann gibt es doch keine Diskussion, oder? Das ist ein Trugschluss. Das ist einer der größten Trugschlüsse, die wir haben heute, leider. Dieser Trugschluss führt zu sehr, sehr viel Chaos, leider. Dass wir glauben, wir können einfach so die Koranausgabe aufschlagen, ein Hadithwerk, beispielsweise von Bukhari, Imam Bukhari oder Muslim oder Imam Tirmidhi, Imam Abu Dawud etc. Und schlag einfach ein Hadithwerk auf, einen von den kanonischen oder nicht kanonischen. Nehme mir ein Hadith und sag, okay, das ist das Urteil. Und in unserem Kontext dann noch in deutscher Sprache übersetzt, Allah weiß es besser, ob es richtig übersetzt ist oder nicht. Das ist ein riesen Trugschluss. Die Muslime waren sich von Anfang an bewusst, und das hat der Prophet schon den Gefährten beigebracht, dass es von den unterschiedlichen Aussagen im Koran oder Aussagen des Propheten auch unterschiedliche Verständnisse geben kann. Weil diese Texte jetzt, so nenne ich sie, wenn wir eine Koranausgabe aufschlagen oder ein Hadithwerk, es zulassen, dass es unterschiedliche Verständnisse gibt. Warum? Ich meine, wie werden Gebote, Verbote, Normen abgeleitet? Eins der absoluten Grundlagen dafür ist die arabische Sprache. Ich meine, diese Texte sind doch auf Arabisch. Wie kann ich mir als Mohammed anmaßen, ein Hadith auf Deutsch zu nehmen und sagen, okay, das ist verboten, das ist nicht verboten, etc. Das heißt, ich brauche erstmal die arabische Sprache und nicht nur die arabische Sprache, ich muss verstehen, wie die arabische Sprache funktioniert. Dazu gehört Rhetorik, dazu gehört Logik der arabischen Sprache. Ich muss verstehen, auf welchen unterschiedlichen Ebenen Begriffe oder was sie bedeuten können, auf unterschiedlichen Ebenen. Oder wie bestimmte auch Wörter in einem bestimmten Satzgefüge funktionieren. Das ist auch Rhetorik etc. Und ich kann nicht einfach kommen und einfach so von dem äußeren Wortlaut immer ein Urteil fällen. Ja, es gibt Aussagen, es gibt Stellen im Koran und auch Aussagen des Propheten, die sind klar, darüber diskutieren wir nicht. Wenn Allah sagt, beispielsweise, aqimus salah, und verrichtet das Gebet, dann ist das hier ein Befehl, dann ist das Gebet eine Pflicht. So. Aber der größte Teil der Textstellen, ich nenne es jetzt aus dem Koran und der Sunna, geben eine gewisse Mehrdeutigkeit her. Und wir brauchen Spezialisten, die sich bestimmte Mittel aneignen, um aus diesen Texten etwas abzuleiten, um diese Texte zu interpretieren und sie zu verstehen. Und dass wir heute kommen und sagen einfach, ich möchte das jetzt nicht zu kompliziert machen, aber es gibt Stellen im Koran und auch in der Sunna, die so dort stehen, im äußeren Wortlaut ein Urteil hergeben, die aber abrogiert sind, aufgehoben. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einer Zeit etwas gesagt hat und dann zu einer anderen späteren Zeit etwas anderes.
und mit seiner späteren Aussage die vorherige aufgehoben hat. Und wenn ich nicht das Wissen darüber habe, welche Aussagen des Propheten andere Aussagen von ihm aufgehoben haben oder welche Verse im Koran andere Verse abrogiert haben, aufgehoben haben, also das Urteil aufgehoben haben, dann wie kann ich dann ein Urteil fällen? Das ist ein Trugschluss und ein Riesenproblem, liebe Geschwister. Und wir könnten jetzt sehr, sehr viele Beispiele nennen. Wir werden inshallah in den kommenden Interviews auch von den Einzelnen, das ist geplant, inshallah, von den einzelnen Spezialisten für die jeweilige Rechtsschule oder Studenten der jeweiligen Rechtsschule, inshallah, einige praktische Beispiele erfahren, wo wir ein Hadith haben oder eine Ayah haben. Im äußeren Wortlaut würden wir sagen, okay, das, wenn ich euch fragen würde, ja, das steht dort. Dann werden wir sehen, dass eigentlich dort was anderes steht oder dass es anders verstanden werden muss. Das werden wir inshallah ganz praktisch machen. Deswegen, inshallah, verpasst die folgenden Einheiten. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Ein Beispiel. Der beispielsweise der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und der Hadith ist bei Hadith-Werk von Abi Dawud und von Ibn Majah, Imam Ahmad überliefert. Der Hadith, es gibt einige Unterschiede, ist der hundertprozentig authentisch oder ist der Hassan, aber auf jeden Fall er ist im Großen und Ganzen authentisch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Abu Huraira wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man ghassala al-mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Was heißt das? Er sagt, wer einen Verstorbenen wäscht, der soll sich selbst waschen, also die danach die Waschung vollziehen, die Ganzkörperwaschung. Und wer einen Verstorbenen trägt, der soll danach oder der soll die rituelle Gebetswaschung vollziehen. Das ist der äußere Wortlaut des Hadithes. Der Hadith sagt, diese authentische Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt uns, dass wer einen Verstorbenen trägt, der muss Russel machen. Wer einen Verstorbenen wäscht, der muss Russel machen. Und wer einen Verstorbenen trägt, der muss die Gebetswaschung, al-Wudu, vollziehen. Wenn ich so das im äußeren Wortlaut nehme, dann ist das doch klar, oder? Ich meine, die Aussage ist doch klar, oder? Wer das macht, der soll dieses tun. Wissen wir, Geschwister, dass die Fiqh-Gelehrten sich einig sind, dass trotz der Authentizität dieses Hadithes, dass dieses Urteil keiner gefällt. In keinen der Fiqh-Schulen sagen die Imame oder die Gelehrten dieser Schule, dass wer einen Verstorbenen wäscht, der muss die Gebetswaschung vollziehen. Die Ganzkörperwaschung vollziehen. Alle Russen vollziehen. Warum? Weil es gibt andere Dinge, die ich mit heranziehen muss. Die Gelehrten ziehen auch andere Aussagen des Propheten hinzu. Sie ziehen allgemeine, grundlegende Regeln aus dem Koran hinzu. Sie ziehen auch beispielsweise eine Praxis in einem bestimmten Kontext hinzu. Wir werden über die malikitische Schule sprechen, inshallah, in den nächsten Einheiten, wo wir sehen werden, dass Imam Malik äußerlich authentische Aussagen des Propheten nicht angewendet hat. Warum? Weil er überliefert bekommen hat von seinen Lehrern, die über ihre Lehrer und die von den Gefährten des Propheten etc., dass entsprechend dieser Aussage keiner gehandelt hat. Sie ist zwar äußerlich authentisch, sie ist authentisch und äußerlich gibt sie ein Urteil her. Jetzt, das ist eine der einfachen Aussagen des Propheten gewesen, die wir noch so verstehen können. Doch eine Tradition, die Tradition der Gefährten und der ihrer Schüler etc., zeigt, dass aber keiner dementsprechend gehandelt hat. Das heißt, es muss dort etwas sein, entweder wurde diese Aussage aufgehoben oder sie ist nicht authentisch, obwohl wir glauben, sie sei authentisch etc. Was ich damit sagen will, ist, bevor ich ein Urteil fällen kann, bevor ein Gelehrter ein Urteil fällt, muss er sehr, sehr viele Dinge beachten. Muss Sprache beachten, Rhetorik beachten, Logik beachten, Kontext beachten und viele andere Dinge, bevor er sagen kann, das ist erlaubt oder das ist verboten. Das Problem ist, was machen wir heute? Ohne dieses Wissen nehme ich eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und glaube, ich wüsste sofort, was erlaubt ist und was verboten ist.
Wisst ihr, wohin das führt, meine lieben Geschwister? Wenn wir so fahrlässig mit den Texten aus dem Koran und der Sunna umgehen, dann beginnen wir, Dinge zu verbieten, die erlaubt sind, und Dinge zu erlauben, die verboten sind. Das heißt, wir beginnen, über Allah Ta'ala zu lügen. Über Allah zu lügen, das ist keine kleine Sache. Allah Ta'ala sagt im Koran, sagt nicht von dem, was eure Zungen lügnerisch behaupten, dies ist erlaubt und dies ist verboten, um gegen Allah Lüge zu erdichten. Denen, die gegen Allah Lüge erdichten, wird es nicht wohlergehen, sagt Allah Ta'ala, Subhanallah. Die Koran-Kommentatoren, die Koran-Exegeten, die den Koran für uns erläutert haben, auch durch die muslimische Tradition, sagen, dass auch hiermit gemeint ist, oder hier jemand gemeint ist, der ohne bestimmtes Wissen über die Offenbarung, über die Textbelege, über Analogieschlüsse und ähnliches, hier ist jemand gemeint, der dieses Wissen nicht hat und dann Urteile fällt. Und was ist dann das Urteil Allahs über diese Person? Dass er ein Lügner ist, dass er über Allah lügt. Das ist, deswegen, meine lieben Geschwister, das ist ein Ratschlag an mich und an euch. Seid nicht zu voreilig. Auch wenn wir vielleicht einige Dinge gelernt haben, seid nicht zu voreilig. Ich meine, in allen anderen Bereichen, in allen anderen, hier ein sehr wichtiger Punkt, dieses blinde Folgen von Gelehrten, wie es genannt wird, blindes Folgen, es wird so genannt, blind in Anführungsstrichen. Das wird heute von vielen Muslimen, wenn du ihnen sagst, du musst einem Gelehrten folgen, oder was sagen die muslimischen Gelehrten dazu? Ja, warum? Ich habe doch einen Verstand. Das Lustige ist, das machen wir nur, wenn es um Fragen der Religion geht. Wenn ich zu einem Arzt gehe und er mir eine bestimmte Therapie verschreibt, frage ich ihn dann, was ist dein Beweis? Warum diese Therapie und warum nicht eine andere Therapie? Wenn ich zur Apotheke gehe oder mir ein Medikament verschrieben wird, meine Frau ist, also meine Frau stellt Medikamente her in einer Apotheke, und sie hat mir mal erklärt, wie Medikamente hergestellt werden. Das ist teilweise so fein und braucht bestimmte Methoden. Ich meine, wenn ich ein Medikament bekomme von einem Arzt, dann beginne ich nicht, okay, wie wird dieses hergestellt? Warum werden diese Stoffe benutzt und nicht jene, etc. Das macht keiner von uns, oder? In meisten Fällen. Okay, wenn jemand bestimmtes Wissen hat und selbst ausgebildet ist, dann ist was anderes. Dann kann er dort fragen und forschen und versteht es. Doch keiner von uns macht das, oder? Wenn ich ein Haus bauen will und ich einen Ingenieur habe und er mir sagt, okay, das Haus muss so und so gebaut werden, die Bodenverhältnisse hier sind so, Windverhältnisse, die Fenster müssen so gelegt werden, etc. Dann beginne ich doch nicht und sagen, was ist dein Beleg? Was ist dein Beweis? Heute kommt jemand zu dir, wenn oder wenn 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 wir wenn wir heute wenn wir heute ein Fiqh-Buch aufschlagen und dann steht dort, dieses und jenes ist eine Pflicht, dann sagen wir, wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Okay, es ist nochmal auch ein Schritt zurück. Allah Ta'ala, natürlich, selbstverständlich sind wir aufgefordert, unser Verstand einzusetzen. Jeder von uns. Ja, der Ingenieur baut kein Haus, stimmt. Doch er entwirft die Grundlage dafür, dass sein Haus gebaut wird. Allahu Akbar. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Natürlich, wir sollen unseren Verstand einsetzen. Aber gerade weil wir unseren Verstand einsetzen, kommen wir zum Schluss, dass wir Spezialisten brauchen, oder? Dass wir Spezialisten brauchen. Das heißt, ich setze meinen Verstand ein. Jeder von uns, das ist etwas Natürliches. Das ist nicht mal mehr Verstand, es ist etwas Natürliches, was jeder von uns in uns hat, dass er jemanden, der mehr Wissen als er hat, der eine gewisse Bildung hat in einem bestimmten Bereich, und ich dieses Wissen nicht habe, dann vertraue ich der Person, oder? Das ist etwas Natürliches. Und dann, aber wenn es aber um unseren Dien geht, und ich spreche hier nicht, dass jemand kommt und ein Scheich, ein selbsternannter Scheich oder ein Fernsehprediger etc. mir sagt, dieses und jenes wäre verboten, das ist was anderes. Ich rede wirklich davon, dass es muslimische Gelehrte gibt, die über tausende, ja, die über eine Tradition von 1400 Jahren anerkannt sind, die man kennt, die bewiesen haben, dass sie Spezialisten sind. Denen vertraue ich. Und das ist kein blindes Folgen, im Gegenteil. Durch Einsetzen meines Verstandes komme ich zum Schluss, dass ich dieser Person vertrauen kann. Und wenn sie mir dann einen Vers erklärt,
aus dem Koran oder ein Hadith erklärt und mir sagt, nein, dieses und jenes muss so verstanden werden, nicht so, dann vertraue ich der Person. Dann vertraue ich der Person. Es ist nicht in jedem Fall verboten zu fragen, okay, was ist der Beleg? Doch es kann oft sein, dass ich den Beleg gar nicht verstehe. Wirklich. Es kann oft sein, dass ich den Beleg nicht verstehe. Wenn es einen Vers im Koran gibt und dann der Gelehrte mir sagt, dieses Ba, dieses, ich sag mal B oder Ba in dem Vers, bedeutet hier, dass ich einen Teil des Kopfes, beispielsweise in dem Vers, wo es um die Gebetswaschung geht, nur einen Teil des Kopfes waschen muss, dann, wenn er mir dann erklärt, dieses Ba bedeutet in der arabischen oder kann in der arabischen Sprache dieses und jenes bedeuten und wird in diesem Kontext so verwendet, dann, wenn ich dann frage, okay, was ist der Beleg, und er mir das erklärt, also eine Frage in der Sprache, ich die Sprache aber nicht beherrsche, dann bringt mir es nichts. Also er hat mir zwar den Beweis erklärt, aber ich verstehe ihn nicht. Das heißt, ich weiß, dass beispielsweise, wenn beispielsweise Imam Shafi'i sagt oder seine Schüler sagen, dieses Ba hier bedeutet, dass ein Teil des Kopfes gewaschen wird, weil sie führen natürlich noch andere Belege hinzu, etc., dann vertraue ich ihnen erstmal, wenn ich der Schäferitischen Schule beispielsweise folgen möchte. Und das ist nicht kein blindes Folgen, das ist ein Folgen, das auf Einsätzen des Verstandes basiert. Deswegen, es werden auch manchmal, Leute sehen Zweifel in uns und sagen, ja, wie kannst du einem Gelehrten folgen? Wir folgen nur dem Koran und der Sunna. Das hört sich schön an. Und ich als einfacher Muslim, wenn ich ein gewisses Bewusstsein dafür habe, dass ich dem folgen muss, was Allah Ta'ala gesagt hat, was der Prophet gesagt hat, erst einmal, wenn jemand mir so etwas sagt, du musst dem Koran und der Sunna folgen, dann erst einmal sage ich, ja, stimmt, oder? Keiner von uns würde sagen, nein, das stimmt nicht. Wir würden alle sagen, das stimmt. Die Frage ist, was bedeutet hier beispielsweise ein bestimmter Vers im Koran? Was bedeutet die Aussage des Propheten? Wie ist dieses Verstehen? Das ist eine andere Frage. Wir werfen hier einige Dinge zusammen. Ja, wenn jemand mir sagt, ich muss Koran und Sunna folgen, dann sage ich erstmal, okay, das ist erstmal so nicht falsch. Die Frage ist, was meinst du damit? Wenn er mir dann sagen will, hier, nimm ein authentischer Hadith. Der ist authentisch, sahih, bei Imam Bukhari, überliefert. Ich muss danach handeln, dann frage ich, okay, woher weißt du, dass das genau das bedeutet? Woher weißt du, dass es nicht andere Überlieferungen gibt, die das aufheben? Was bedeutet das im Original? Oder gibt es andere Belege, die das einschränken, beispielsweise? Oder weiter ausweiten und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die beachtet werden müssen. Und auch ein Problem, dass ich biete auch Seminare an zur Malikitischen Fiqh-Schule und dann kommt jemand und sagt, der Gelehrte Al-Albani hat ein Buch verfasst, das beschreibt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet verrichtet hat. Und gibt mir dann das Buch hier, das müssen wir lernen. Hier sind nur authentische Überlieferungen drin. Dann sage ich erst einmal, okay, diese Auswahl der Überlieferung hier in diesem Buch, die der Gelehrte Al-Albani, der bekannte Hadith-Gelehrte, diese Auswahl, die er hier getroffen hat, ist ein Ijtihad von ihm. Also er ist selbst zu dem Urteil gekommen, er hat sich vielleicht angestrengt, seine eigenen Methoden etc. und hat gesagt, so hat der Prophet das Gebet verrichtet. Und hat dann eine Auswahl von Überlieferungen gemacht. Oder hat dann eingeschränkt, wie diese Überlieferungen zu verstehen seien. Dann sage ich, okay, das ist das Urteil von Al-Albani. Wenn ich aber auswählen muss, oder wenn ich die Wahl habe, zwischen dem Urteil von Imam Shafi'i und dem Urteil zwischen Al-Albani zu wählen, dann erklärt sich von selbst, welches Urteil ich wähle. Und das ist das Urteil von Imam Shafi'i. Wenn er Imam Shafi'i erklärt oder seine Schüler erklären, dass das Gebet auf eine bestimmte Art und Weise verrichtet wird, dann hat das für mich bei allem Respekt einen Vorrang vor der Erklärung von Al-Albani. Also ich möchte keinem zu nahe treten, aber oder wie ich in der Malikitischen Schule das Gebet lerne. Oder wie ich. Und all das natürlich hat auch eine Grundlage. Wenn jemand mir sagt, du musst Koran und Sunna folgen,
und nicht den Aussagen des Gelehrten, dann sagst du mit anderen Worten, dass ein Imam Malik nicht Qur'an und Sunna gefolgt. Ich meine, was hat dann Imam Malik als Grundlage genommen? Das Evangelium und die Tora oder was? Natürlich haben sie sich auf Qur'an und Sunna gestützt. Die Sache ist, es kann zu unterschiedlichen Verständnissen kommen. Diese Verständnisse sind natürlich nicht unendlich. Die können theoretisch unendlich sein, aber sie erfahren natürlich eine bestimmte Eingrenzung durch bestimmte Methoden, durch bestimmte Voraussetzungen etc. Es kann nicht jeder kommen und die Texte so verstehen, wie er gerade möchte. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Mittel, wie die Texte verstanden werden. Und die hat natürlich ein Imam Malik eingesetzt, die hat Imam Shafi'i eingesetzt. Das heißt, jemand kommt heute und sagt, hier ist ein Hadith. Das ist eine Pflicht. Nein, so funktioniert Fiqh nicht. So funktioniert das nicht. Ein weiteres Problem ist, also ein Trugschluss, also es wird auch ein weiterer Zweifel, der gesät wird, ist bei uns, dass die Leute, dass einige kommen und sagen, ah, warum diese Fiqh-Schulen? Ist doch alles Chaos. Warum so viele Meinungen? Es gibt doch nur ein Koran und eine Sunna. Und wenn mir jemand so etwas sagt und ich habe kein Wissen darüber, dann sage ich erstmal, stimmt, warum gibt es so viele Meinungen? Es gibt doch ein Koran und eine Sunna. Das ist, weil jemand nicht verstanden hat, wie es zu Geburten und Verboten kommt. Und dass diese Meinungsunterschiede, sehr wichtig, diese Meinungsunterschiede sind kein Chaos. Sie waren auch nie ein Chaos in der muslimischen Geschichte. Sie sind eine Barmherzigkeit von Allah Ta'ala. So beschreiben es die Gelehrten, dass diese Meinungsunterschiede eine Barmherzigkeit von Allah Ta'ala sind. Dass es einen bestimmten Rahmen gibt, eine bestimmte Weite gibt, eine bestimmte Flexibilität gibt, etc. Genau, vielleicht noch eins, zwei Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, und dann können wir zu euren Fragen übergehen. Genau, eine andere Sache, die ich auch höre, dann kommt jemand und sagt, okay, warum soll ich einem Imam Malik folgen, wenn ich doch die Gefährten des Propheten habe? Möge Allah Ta'ala mit ihm wohlgefallen haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also wenn ich die Gefährten habe, ich folge den Sahaba. Ich folge den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum soll ich denn einem Gelehrten folgen, der später gekommen ist? Dann sagen wir, sehr wichtig, ein wichtiger Punkt ist hier als strukturierte Antwort, dass das Wissen der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Fiqh-Schulen eingeflossen ist. In die Fiqh-Schulen übergegangen ist und sich in den Fiqh-Schulen befindet. Ein Imam Malik hat in Medina gelebt, in der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zwischen ihm und dem Propheten waren zwei Personen. Seine Lehrer waren Schüler von Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, das Wissen der Gefährten ist in die Fiqh-Schulen eingeflossen. Es ist nichts, also das Problem ist, jemand möchte uns hier verkaufen, dass die vier Imame beispielsweise eine Sache sind und die Gefährten des Propheten eine andere Sache. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Nein, das Wissen des Propheten über die Gefährten ist in die Fiqh-Schulen eingeflossen. Das ist historisch bewiesen und belegt. Beispielsweise haben wir in der malikitischen Schule, Imam Malik hat die Urteile vom Kalifen Umar, radiallahu anhu, Allah ta'ala mit ihm wohlgefallen haben, hat sie bevorzugt vor anderen Urteilen. Deswegen beispielsweise, die malikitische Schule wird als eine umaritische Schule bezeichnet. Weil die Urteile von Umar und seinem Sohn Ibn Umar, beides Gefährte, beides große, wissende, Gelehrte unter den Gefährten, ist in die malikitische Schule eingeflossen und auch in den anderen Schulen. Das heißt, dass dir jemand sagt, ich folge den Gefährten, dann sage ich, wir folgen auch den Gefährten des Propheten. Bloß auf eine strukturierte Art und Weise. Der zweite Punkt ist, wenn wir sagen, wir folgen nur den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dann haben wir ein Problem. Erst einmal, nicht alle Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben Urteile gefällt. Nicht alle unter ihnen wurden gefragt zu bestimmten Urteilen.
Es gibt eine Handvoll von Gefährten des Propheten, die bekannt sind, dass sie viele Urteile gefällt haben. Dazu gehören Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, Aisha, die Ehefrau des Propheten, radiallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, die Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und andere Gefährten. Dann gibt es Gefährten, die haben etwas weniger Urteile gefällt, und dann andere, die haben nur ganz wenige. Das heißt, wir haben eine Handvoll von Gefährten des Propheten, die Urteile gefällt haben, aber nicht zu allen Fragen für uns strukturiert Urteile gefällt haben. Ihr Wissen ist in die Fiqh-Schulen eingeflossen. Etwas, was wortwörtlich überliefert ist, aber auch nicht wortwörtlich überliefert ist. Weil die Sunna des Propheten ist auch auf eine praktische Art und Weise überliefert. Das ist sehr wichtig, was wir verstehen müssen. Das Wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten gelehrt hat, ist auf eine praktische Art und Weise auch überliefert worden. Wir werden, inshallah, wenn wir die Fiqh-Schulen kennenlernen, werden wir darüber nochmal sprechen, inshallah, was das bedeutet. Genau, und auch ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass diese vier, weil manchmal kommt dann die Frage, okay, warum diese vier Schulen? Es gab doch in der Geschichte viel mehr Schulen. Es gab selbst zur Zeit der Imame der vier Schulen, zur Zeit von Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa etc., hunderte andere Gelehrte, die auch eine Schule hatten. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Da wird ein Imam al-Auza'i, Imam Sa'd ibn Layth, Sufyan al-Thawri und andere. Es werden bis zu 100 Gelehrte erwähnt oder mehr, die auch eine Schule hatten. Die Sache ist, keine dieser Schulen ist bis heute strukturiert und zusammenhängend überliefert worden von ihren Schülern. Sie haben entweder nur wenig Schüler gehabt oder ihre Schüler hatten keine Schüler gehabt und so weiter. Das heißt, ihre Schulen sind nicht bis zu uns vorgedrungen, strukturiert. Wir haben einzelne Meinungen. Und Alhamdulillah, und am Ende ist das auch der Wille Allahs, dass diese vier Schulen bis in unsere heutige Zeit auf eine strukturierte Art und Weise überliefert sind. Und wir nachprüfen können, weshalb diese Meinungen es in dieser Schule gibt. Was basiert darauf? Woher kommt das? Etc. Das können wir alles nachprüfen. Das können wir bei anderen Schulen aber nicht. Das Problem ist auch oft, wenn wir Einzelmeinungen nehmen, sei es Einzelurteile von Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, von anderen Gelehrten, dann wissen wir nicht, in welchem Kontext haben sie das gesagt? Oder gibt es dort eventuell Einschränkungen, Voraussetzungen? Das wissen wir alles nicht. Und wenn wir anfangen, diese Einzelmeinungen zu Hauptmeinungen zu machen, in ihrer ganzen Fülle, dann haben wir ein Chaos. Dann haben wir im wahrsten Sinne des Wortes ein Chaos. Und wenn wir die strukturierten Fiqh-Schulen lernen und weiter tradieren, so wie sie tradiert sind, dann haben wir dort ein System, was unseren Dien bewahrt, was die Art und Weise bewahrt, wie wir Allah Ta'ala anbeten. Und sehr wichtig, all diese Schulen basieren auf der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. All diese Schulen basieren auf dem Koran. Das ist sehr wichtig. Das heißt, leider, leider wird versucht, dass wir zweifeln an diesen Dingen, etc. Doch inshallah, wir werden, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, wir werden ausführlich in den nächsten Einheiten über diese Schulen sprechen, inshallah. Jetzt habe ich viel gesprochen. Und wir werden, inshallah, das ist nur der Anfang, das ist nur die erste Einheit. Ich will mal schauen, was ihr jetzt für Fragen habt. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, die ich beantworten kann, werde ich es tun. Wenn es Fragen gibt, die ich nicht beantworten kann, dann werde ich das auch ganz klar sagen, inshallah. Und wie gesagt, ihr habt auch noch in den nächsten Interviews die Möglichkeit, auch nochmal Fragen zu stellen. Dann werde ich nicht alleine sein, da wird noch jemand anders da sein. Jemand fragt, wird das aufgenommen? Ja, das wird aufgenommen und auf meiner Seite gespeichert, inshallah. Genau. Muss kurz eure Fragen checken. Grüße von Sian. Grüße zurück, inshallah. Müssen wir aktuell fasten oder ist Corona ein Grund, um nicht zu fasten?
Also es gibt Gründe, warum man nicht fasten muss. Und einer der Gründe ist, wenn man krank ist und diese Krankheit hält einen davon ab zu fasten, dann ist das ein Entschuldigungsgrund. Aber nur weil es aktuell Corona in der Welt gibt, ist das kein Grund, dass wir nicht fasten. Also Alhamdulillah, Ramadan, inshallah, findet statt. Ob wir fasten oder nicht, ist eine andere Frage. Ob wir als Menschen fasten, aber Ramadan ist da. Und wird nicht abgeschafft, nur weil es Corona gibt. Ramadan kann keiner von uns abschaffen. Amin, danke für die Bittgebete. Ja, wenn jemand Corona hat, möge Allah Ta'ala uns alle schützen, vor Krankheit bewahren, lieber Bruder, wenn du mit Corona betroffen bist im Ramadan, dann ist das ein Grund, nicht zu fasten. Das ist natürlich was anderes. Aber nur weil es Corona gibt, weil wir aktuell durch Corona geprüft werden, wird nicht Ramadan abgeschafft. Aber wenn jemand von uns konkret krank ist, dann ist das ein Grund, nicht zu fasten und dann holt man diese Tage nach, inshallah. Muss ich mich streng an einen Gelehrten, ich bin Schäfer, ich möchte aber eine Hanafi-Fatwa etc. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Muss ich einer Schule folgen? Also für einen Studenten, für wie mich, ist das ohne Zweifel eine Pflicht, weil wenn ich Fiqh studiere, wirklich studiere, dann muss ich mit einer Schule beginnen und diese strukturiert lernen, weil sonst habe ich kein System zu lernen. Und auch wenn es einen Mufti gibt in einer Schule, dann muss er anhand einer Schule eine Fatwa geben. Die Frage ist, muss der einfache Muslim in allen Fragen nur einer Schule folgen? Dazu gibt es Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. Das, was die meisten, auch Fiqh-Gelehrten, oder das, was nicht nur Fiqh-Gelehrten, es gibt einen Unterschied zwischen Fiqh- und Usul-Gelehrten und so weiter, ohne darauf tiefer einzugehen. Es gibt Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. Und wenn du beispielsweise Hanafit bist, dann kannst du auch in einer Einzelfrage oder in Einzelfragen der Fatwa einer anderen Schule folgen. Allahu a'lam. Die Sache ist, es darf nicht dahin führen, dass du in grundlegende Dinge aufhebst, also das Beste, oder dass du nur jetzt als Person immer nur die Einfachheit suchst. Natürlich, der Dien ist einfach, Allah macht es uns einfach, aber wenn du immer nur die Auswege suchst, dass du am Ende nichts mehr tun musst, so in dem Sinne, dann ist das kein Ausdruck von Taqwa. Aber du kannst natürlich in Einzelfragen auch die Fatwa oder das Urteil einer anderen Schule nehmen und dieser folgen. Wenn du beispielsweise in der Hanafit bist und manchmal erlaubt dir der Kontext auch nicht, dass du deiner Schule folgst, etc. Wenn du dich aber immer in einem Rahmen bewegst, von den anerkannten, beispielsweise Fiqh-Schulen und Gelehrten, die ein System haben, und du eine Fatwa findest von einem anerkannten Mufti, der Urteile geben darf, dann du als einfacher Muslim darfst auch dieser Fatwa von einem anerkannten Mufti und einer Schule auch folgen. Wallahu a'lam. Natürlich wäre es dann immer gut, dass du auch vielleicht, wenn eine Frage hast, wo du nicht sicher bist, wie du damit umgehen kannst, wenn du die Möglichkeit hast, unterschiedliche Fiqh-Gelehrte zu fragen, dann, dass du auch vielleicht darauf achtest, deine Absicht erneuerst und auch genau schaust, dass du dann nicht irgendwas in der Religion entwirfst, das keine Grundlage hat. Beispielsweise, wenn jemand kommt und die beispielsweise, ein Beispiel, was immer genannt wird, eine Eheschließung zusammenschneidest aus allen Schulen, am Ende brauchst du keine Zeugen, nur einen geringen Mehr, die Frau braucht kein Wali, etc. Und dann schließt du irgendwie eine Ehe in einem dunklen Kämmerchen? Das geht natürlich nicht, weil du hier etwas zusammengeschnitten hast, was nach allen Gelehrten verboten ist.
Mashallah, ihr habt viele Fragen oder auch viele Kommentare. Ja, dass es kein Arabisch gibt in Moscheen und dass es keine Programme allgemein. Es geht ja nicht nur um Arabisch. Es geht allgemein darum, dass wir strukturierte Programme haben, wo wir unseren Dien lernen können. Natürlich haben wir leider noch sehr, sehr viel Nachholbedarf da. Ja, sehr gut. Natürlich, ich werde nicht auf alles antworten. Einige von euch haben ja auch einfach nur Kommentare hinterlassen, denen ich so zustimme. Die Gelehrten haben von Lehrern gelernt, die zur Überlieferungskette gehören, eine direkte Verbindung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam haben. Ja, selbstverständlich. Genau, die Schulen wurden authentisch überliefert und geprüft über hunderte von Jahren. Das werden wir inshallah auch in den nächsten Einheiten kennenlernen. Ja, du kannst dir eine Schule auswählen und versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen und den Möglichkeiten dieser Schule zu folgen. MashaAllah, das sind zu viele Kommentare, das werde ich so nicht schaffen. Ja, jemand fragt, warum kann man nicht nach Koran und Sunna und Hadith handeln? Das habe ich, glaube ich, alles ausführlich erklärt. Wie als Neukonvertierter, wie findet man sich in dem Chaos zurecht? Auch eine wichtige Frage. Dafür brauchen wir einen eigenen Livestream. Recht der Bruder, der das geschrieben hat. Schau in den nächsten Livestream auch vorbei, inshallah. Da werden wir vielleicht auch diese Fragen klären. Es ist wirklich ein Chaos. Das, also was ich immer empfehle ist, was ich immer empfehle ist, gerade jetzt in unserem Kontext, nicht, was wir uns bewusst sein müssen. Wir haben Imame in den Moscheen, die sind zu einem guten Teil auch sehr gut ausgebildet. Nicht jeder ist perfekt. Doch wenn jemand von uns die Möglichkeit hat, zu einem Imam in einer Moschee zu gehen und man weiß, diese Moschee beispielsweise, also der Imam ist ein hanafitischer Imam beispielsweise oder ein malikitischer Imam, der hat eine Schule gelernt, dann gehst du dem Imam und bitte ihn, mir die Grundlagen in der jeweiligen Schule beizubringen. Das ist der erste Schritt. Also es ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Wir haben ein Chaos und es gibt nicht sehr viel Möglichkeiten für jeden Einzelnen von uns Fiqh strukturiert zu lernen, zumindest die Grundlagen, die jeder von uns braucht. Aber geht zu einem Imam einer Moschee, wo ihr wisst, dass der Imam strukturiert eine Schule gelernt hat. Wenn ihr zu jemandem geht, der euch sagt, bei allem Respekt, der euch gesagt, ich folge nur Koran und Sunna und die Rechtsschulen sind alles Blödsinn und ich folge keinen Menschen, dann wisst ihr sofort, dass die Person auch ein Verständnisproblem hat. Ich habe Fragen zum Shafi'i-Madhab. Ja, inshallah, wenn der Bruder Abd al-Qadir zum Shafi'i-Madhab referiert, dann kannst du da auch die Frage stellen, inshallah. Genau, sehr gut. Wenn du einem Madhab folgst, folgst du Quran und Sunnah. Genau, es sind sehr, sehr viele Fragen, liebe Geschwister. Ich werde jetzt hier Schluss machen, inshallah. Wir haben ja sehr, sehr vieles gesprochen. Also ihr könnt natürlich euch das Ganze nochmal anschauen. Das wird gespeichert, inshallah. Wie gesagt, das war die erste Einheit. Es wird in den nächsten Einheiten Interviews geben. Da werde ich nicht allein da sein. Und dort werden wir auch noch immer Fragen klären können, inshallah. Barakallahu fikum, vielen Dank für eure Geduld und für euer Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch nochmal unter dem gespeicherten Video auch stellen. Vielleicht können wir in dem nächsten Mal auch auf die Fragen eingehen. Barakallahu fikum. Dann werden wir beenden, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Möge Allah Ta'ala jedem, der hier zugeschaut hat und nicht zugeschaut hat, vergeben und ihn leiten.
Und möge Allah Ta'ala uns dafür einsetzen, dass wir Gutes lernen dürfen und Gutes verbreiten dürfen. Und möge Allah Ta'ala uns mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am jüngsten Tag vereinen und uns ins Paradies eintreten lassen, alle gemeinsam. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.